Und hallo YouTube und willkommen zu Folge 24 der germanischen Mythologie. Und in diesem Video geht es um die Nornen, die Herrinnen des Schicksals der Welt. Die Nornen bezeichnen zentral die drei Schicksalsfrauen der nordischen Mythologie. Sie bestimmen das Schicksal der Menschen und leben beim Brunnen der Urd an der Wurzel von Yggdrasil. Aber diese drei großen Nornen sind nicht die einzigen. Es soll noch viele weitere Nornen geben und die Wurzeln der Nornen reichen von der Zeit der nordischen Mythologie noch weit in der Geschichte der Germanen zurück. Das Trio der drei großen Nornen wird uns in der Edda genauer beschrieben. Ihr Wohnort ist der Brunnen der Urd, der auch als der Schicksalsbrunnen bekannt ist und einer der drei Brunnen am Welpenbaum ist. Dort sollen sie in einer prächtigen Halle leben und sie tragen die Namen Urd, Verdandi und Skuld. Diese Namen können grob als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gedeutet werden, wobei aber Urd auch mit Schicksal oder Tod übersetzt werden kann und Skuld mit Schuld. Diese drei Göttinnen bestimmen das Schicksal der Menschen und die Dauer ihrer Lebenszeit. In der Völuspa heißt es, dass sie das Schicksal durch Runen festlegen. Diese ritzen sie ins Holz und deuten sie dann. Oft heißt es aber auch, dass sie das Schicksal weben, was vor allem in den Heldensagen belegt wird. So zum Beispiel in der Sage von Helgi Hundingsbana, dem sie bei seiner Geburt sein Schicksal als Faden spinnen. Als Herrinnen des Schicksals gelten diese drei Nornen nicht nur als sehr weise und klug, sondern auch als überaus mächtig. Sie walten über das Schicksal aller Menschen. Neben ihrer Rolle als Schicksalsgöttinnen haben die drei Nornen aber auch eine lebensspendende Funktion. So heißt es in der Edda weiter, dass sie aus ihrem Brunnen Wasser schöpfen und damit den Weltenbaum gießen. Dank dieses Wassers bleibt der große Baum lebendig, obwohl ein Drache an seinen Wurzeln nagt und Hirsche an seinen Zweigen fressen. Weiterhin heißt es aber auch, dass die drei Nornen, Urd, Verdandi und Skuld, nicht die einzigen Nornen sind. Es soll noch viele weitere Nornen geben. Wann immer ein Kind geboren wird, soll eine Norne zu diesem Kind kommen, um sein Schicksal und seine Lebenszeit zu bestimmen. Damit hat jeder Mensch vom Moment seiner Geburt an ein durch eine Norne bestimmtes Schicksal und eine bestimmte Lebenszeit. Nicht jedes Schicksal ist aber ein gutes und die Welt nicht für jeden Menschen ein schöner Ort. Manche Menschen haben Glück im Leben, sie sind gesund und leben lange, erreichen ihre Ziele und sind erfolgreich. Andere dagegen haben Pech und werden von Unfällen und Krankheit getroffen, eben von Schicksalsschlägen. Auch diese Realität unserer Welt, dass es gute wie auch schlechte Zufälle oder, wenn man daran glaubt, gutes und schlechtes Schicksal gibt, wurde in der Vorstellung der Germanen reflektiert. Die Nornen können nämlich ebenso Gutes wie auch Schlechtes bringen. Sie sind weder gut noch böse, können aber einem einzelnen Menschen sowohl ein gutes wie auch ein sehr schlechtes Schicksal bereiten. Dementsprechend sind die Nornen als Herrinnen des Schicksals neutrale Figuren. Sie sind weder gut noch böse. Doch in der Edda wird angemerkt, dass sie durchaus schrecklich ungerecht austeilen können. Und so wurden die Nornen einerseits geehrt und geachtet, als Meisterinnen des Schicksals, entweder als Dank für ein gutes Schicksal oder als Bitte darum. Zugleich aber wurden die Nornen auch oft beschuldigt und sogar verflucht, wenn sie ein schlechtes Schicksal bereiteten. In der Skaldendichtung und den Sagen wird der Spruch der Nornen, altnordisch Nornar Domr, als Synonym für Unglück verwendet. Und in der Sage von Sigurd macht der Zwerg Andvari eine elende Norne für sein schlimmes Schicksal verantwortlich. Und ganz real in unserer Welt findet sich in der Stabkirche von Borgund in Norwegen eine Inschrift in Runen, die lautet: Die Nornen bestimmen das Gute und das Böse. Mir haben sie großes Leid gebracht. Wobei diese Inschrift erst im Hochmittelalter, also einige Zeit nach der Christianisierung, entstand, was zeigt, dass auch noch dann die Nornen durchaus von Bedeutung waren. Dieser Blick auf die Nornen als teils gute, teils üble Wesen spiegelt die Realität der Welt wider. Dass uns Menschen sowohl Gutes wie auch Schlechtes widerfahren kann, für das die Nordgermanen aber allgemein die Nornen und ihre Schicksalssprüche verantwortlich machten. Daher wird auf so manche elende Norne, wie es der Zwerg Andvari sagt, geflucht, während andere edle Nornen aber dafür verehrt werden. Vor allem bei der Geburt eines Kindes, in der Hoffnung, dass die Nornen dem Kind ein gutes Schicksal und ein langes Leben bereiten. In diesem Sinne finden sich die Nornen auf einer Ebene mit den Walküren und den Diesen. Als eine Gruppe von weiblichen, niederen Gottheiten, denen auch zum Teil Verehrung und Opfergaben zuteil werden. In der altnordischen Literatur wird auch nicht immer klar zwischen Nornen, Diesen und Walküren unterschieden. Und sowohl Walküren wie auch Nornen fallen zum Teil mit den verehrten Diesen zusammen.
In der Edda werden darüber hinaus auch noch die guten und schlechten Nornen auch nach ihrem Ursprung aufgeteilt. So heißt es, dass manche Nornen von den Göttern abstammen, manche aber auch von den Alben und wieder andere von den Zwergen. Zu welchem dieser drei Geschlechter aber die drei großen Nornen Urd, Verdandi und Skuld gehören, wird nicht gesagt. Möglicherweise gehörten sie auch zu keinem davon, denn in der Völuspa heißt es, dass sie aus dem Wasser des Schicksalsbrunnen kamen. In der Kultur der Nordgermanen war der Glaube an die das Schicksal waltenden Nornen, die als edle wie auch als üble Nornen Gutes und Böses bringen konnten und einem Kind entweder ein langes und gutes oder ein kurzes und elendes Leben bereiteten, sehr tief verankert. Ab dem 10. Jahrhundert taucht dieses Konzept sehr häufig in der Skaldendichtung auf und ist gut dokumentiert. Und wie die Runeninschrift in der Stabkirche von Borgund belegt, bestand dieser Glaube an die Nornen zum Teil sogar noch nach der Christianisierung weiter. Aber auch außerhalb von Skandinavien und in früheren Jahrhunderten lassen sich die Spuren der Schicksalsgöttinnen verfolgen. Man geht davon aus, dass so ein Schicksalsglaube auch schon bei den Germanen der Antike zumindest zum Teil vorlag. Allgemein spielte das Schicksal eine wichtige Rolle für die Germanen. Mit Ragnarök sind ja selbst die Götter und die gesamte Welt ihrem Schicksal unterworfen und können diesem nicht entkommen. Ähnlich zur Art der Nornen, die das Schicksal der Menschen durch Runen festlegen, finden sich auch schon in der Antike Praktiken, um so das Schicksal zu bestimmen. So wird uns durch römische Quellen belegt, dass die Germanen aus Runen ihr Schicksal zu lesen versuchten. Dazu wurden Runen auf Holzstücke geritzt und dann geworfen und wiederum blind ausgewählt. Aus den so zufällig ausgewählten Runen wurde dann das Schicksal abgelesen. Je nach Quelle unterscheidet sich dieses Ritual und seine Bedeutung und wer es ausführt. Aber die Ähnlichkeit zu den späteren Nornen, die das Schicksal durch Runen festlegen, ist durchaus bemerkenswert. Ein Hinweis auf das Konzept der Nornen in der Antike findet sich dann auch bei anderen europäischen Kulturen, mit denen aber gerade jene südlicher lebenden germanischen Stämme der Antike Kontakt hatten. So finden sich auch bei den Römern und Griechen schicksalsbestimmende Göttinnen. Bei den Römern sind es die Parzen und bei den Griechen die Mäuren. Damit gibt es auch bei anderen europäischen Kulturen Göttinnen, die das Schicksal bestimmen, von denen auch die Germanen gewusst haben könnten. Zudem gab es aber auch bei den germanischen Stämmen direkt einen Kult, der stark an das Trio der großen Nornen erinnert, der Matronenkult. Bei diesem Kult wurden drei Göttinnen verehrt, die Matronen genannt werden. Je nachdem wo und von welchem Stamm sie verehrt wurden, konnten diese Göttinnen für verschiedene Dinge stehen. Manche Darstellungen lassen vor allem auf eine Funktion als Muttergöttinnen und Fruchtbarkeitsgöttinnen schließen, was aber durchaus auch zu den Nornen passen würde, die den Weltenbaum gießen und damit am Leben halten und somit auch eine lebensspendende Rolle haben. Weiterhin wurden die Matronen auch zur Geburtshilfe verehrt, was ebenfalls passend zu den Nornen ist, die ja erscheinen, wenn ein Kind geboren wird, um dessen Schicksal zu bestimmen. Damit gibt es durchaus einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass der Matronenkult der antiken Germanen ein Vorläufer zum späteren Trio der Nornen gewesen sein könnte. Der Matronenkult war nun besonders im römischen Grenzgebiet und am Rhein weit verbreitet. Das Gebiet der Ubier im Raum von Köln stellte ein Zentrum des Kultes dar und es sind zahlreiche Bildsteine und Inschriften zu den Matronen erhalten. Manche davon in germanischer Sprache, viele aber auch auf Lateinisch, denn der Matronenkult war auch bei den Römern bekannt und beliebt und zudem auch noch bei den Kelten weit verbreitet. Ein Trio aus weiblichen Göttinnen war also schon bei den Germanen der Antike und noch bei weiteren europäischen Kulturen wie den Kelten und Römern bekannt. Da die Matronen also stark angebetet wurden und eine wichtige Rolle spielten, könnte sich dieses Trio von weiblichen Göttern auch bei den späteren Nordgermanen in Form der drei weiblichen Nornen erhalten haben. So könnte den Matronen mit der Zeit mehr und mehr ein Schicksalsaspekt zugesprochen worden sein, sodass aus den Muttergöttinnen der antiken Germanen die Schicksalsgöttinnen der Nordgermanen wurden. Gänzlich beweisen kann man diesen Zusammenhang zwischen den Matronen und den Nornen aber am Ende nicht. Die Verbindung bietet sich zwar als Erklärung für den kulturellen Ursprung der Nornen an, doch mit Sicherheit lässt es sich ganz einfach nicht belegen. Fest steht nur, dass für die Germanen das Schicksal schon immer eine sehr große Macht darstellte, die den Menschen und der Welt auferlegt wurde und eine wichtige Rolle in der germanischen Kultur spielte. Sei es nun in Form von Schicksalsgöttinnen wie den Nornen, die das Schicksal zum Guten oder zum Schlechten für die Menschen bestimmen, oder in Form von Ritualen von den Menschen selbst, die durch Seherinnen und aus Runen versuchen, das Schicksal zu lesen.
Und damit verabschiede ich mich auch aus dieser Folge zur germanischen Mythologie. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge für das Thema der nächsten Folge in die Kommentare schreiben. Und da dieses Video auch das letzte Lore-Video für dieses Jahr und dieses Jahrzehnt ist, wünsche ich euch allen auch noch ein gutes neues Jahr. Ich danke auch wie immer meinen Patreons und hoffe, dass ich euch auch im neuen Jahr wieder mit neuen Lore-Videos unterhalten darf.